Hallo, mein Name ist Martin Koswig, ich bin Fotograf und ich werde euch heute das Thema Color Management näher bringen. Wir sind dafür bei mir im Studio, wir werden einen kompletten Workflow durcharbeiten, vom Shooting über die Bildauswahl, Bildbearbeitung bis zum Druck. Sehr wichtig für einen kompletten Workflow, egal ob im Studio oder bei euch zu Hause, ist, dass schon mal die Kamera farbneutrale Bilder ausgibt. Da habe ich eine Möglichkeit, die sehr gut funktioniert. Das ist die Graukarte. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit und das werde ich euch nachher im Studio zeigen. Zweites Thema, was immer wieder genannt wird, um eine Kamera farbneutral zu bekommen, ist die Kalibrierung, die Profilierung der Kamera. Die Kamera selbst lässt sich natürlich nicht kalibrieren, aber ich habe die Möglichkeit, in der Farbjustage der Kamera zu arbeiten. Dafür benutze ich einen sogenannten Spider-Checker. Der Spider-Checker macht in Verbindung mit der eigenen Datacolor-Software einen kompletten Abgleich des Farbspektrums der Kamera. Also nicht nur einen Weißabgleich, sondern korrigiert alle einzelnen Farben. Sehr wichtig in der Anwendung mit dem Spider-Checker in Lightroom ist, dass man auf dem Checker einen Weißabgleich durchführt, mit Hilfe der Pipette auf dem entsprechenden Weißabgleich-Graufeld auf der Farbkarte. Des Weiteren achtet man noch auf die Helligkeit von Schwarz und Weiß. Das zeige ich euch nachher im Studio. So, unser fotografierten Spider-Checker, den haben wir nun in Lightroom nach Lightroom rein importiert. Zunächst gehe ich in diesen Checker in das Feld E2 und mache einen Weißabgleich. Das ist sehr wichtig, da alle Bilder, die nun mit diesem Profil nachher bearbeitet werden, auch einen Weißabgleich brauchen. Das Weiß, das sollte so um die 90% liegen. Wir sehen hier, das liegt bei 77,5. Es ist ein Ticken unterbelichtet. Hier im Schwarz sollten wir so zwischen 6 und 8% liegen. Da liegen wir bei 5,5. Das heißt, ich ziehe die Belichtung jetzt ein bisschen hoch. Vergleichen die Werte. 6,3. 83 ist noch etwas wenig, da das ja wirklich 100% weiß sein soll. Nun können wir mit Hilfe innerhalb Lightrooms, mit Hilfe des Spider-Checker-Programms, ein komplettes Profil erstellen, was wir als Preset in die Preset-Vorgabe von Lightroom speichern können. Dafür gehen wir in den Unterordner Foto und sagen Bearbeiten in. Das kennen wir auch von Photoshop. In dem Fall sagen wir mit Spider-Checker bearbeiten. Wir nehmen den ersten Vorschlag, Kopie mit Lightroom-Anpassung bearbeiten. So, die kleinen Farbfelder, die mir hier vorgeschlagen werden, die sollen deckend auf dem Bild platziert sein. Jetzt habe ich im Grunde genommen nur zwei Abfragen. Das eine ist der Modus. Hier habe ich drei unterschiedliche Einstellungen. Sättigung, kolorimetrisch und Porträt. Ich bleibe jetzt im kolorimetrischen Bereich neutral. Übrigens nutze ich diese Einstellung auch für meine Porträts. Des Weiteren kann ich dieses Profil, beziehungsweise es ist ein Preset, es ist ein Lightroom-Preset, was nun erstellt wird, nicht nur für Lightroom speichern, sondern auch für ACR und für das Programm Focus. In dem Fall nehme ich das nun für Lightroom und OK. So, er hat nun ein Preset in meine Lightroom-Presets gespeichert. Dieses Preset korrigiert nun die Farben auf absolut farbneutrale Werte. Ich muss Lightroom nun neu starten, weil dieses neue Preset erst berücksichtigt wird, wenn ich einen Neustart vollzogen habe. Dafür sage ich hier beenden und starte Lightroom neu. Wir können Folgendes feststellen, nämlich wenn ich in die Presets gehe, in Benutzervorgaben, dann habe ich hier den Checker 3 mit drin. Checker 3. Jetzt wenden wir das gleich mal auf unsere Porträts an. Und nun habe ich die Möglichkeit, einfach auf dieses Bild Checker 3 Preset anzuwählen. Und nun habe ich hier alle Farben korrigiert aus der Messung mit dem Spider-Checker. Und dieses Bild hat nun nicht nur einen Weißabgleich erlebt, sondern ist komplett farblich neutral. Und nun kann ich x-beliebig viele Bilder aus dem Shooting markieren und das Ganze synchronisieren. Und nun sind alle Bilder aus diesem Shooting farblich korrekt neutral. Wo liegt der Vorteil des Spider-Checks in der Praxis? Wir sagen dazu auch Fehlsichtigkeit. Es ist eine Art Farbfehlsichtigkeit der Kamera, die durch den Spider-Checker korrigiert werden kann. Zum Beispiel können auch Farben wie Hauttöne, auch Grüntöne von der Kamera falsch interpretiert werden. Auch diese bekomme ich komplett mit dem Spider-Checker korrigiert. Der Spider-Check ist in der Lage, beides zu tun, Graukarte zu ersetzen und die Farbkorrektur durchzuführen. Das heißt, Hauttöne und andere Farbtöne können definitiv damit korrigiert werden. Der Spider-Checker ist auch sehr, sehr interessant und sehr wichtig für Landschafts- und Pflanzenfotografie. Grüntönen und Blütenaufnahmen bekommt man sehr, sehr gut damit in den Griff.
Letztendlich ist es für mich auch sehr wichtig, da ich mit mehreren Kameras arbeite, alle Kameras auf ein gleiches Farbniveau zu bekommen, sprich, dass alle Kameras farbneutral und gleich arbeiten.